Ein herzliches Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Marktbesprechung am Dienstag. Heute, wir sehen es auch schon im Bild hier, Euro-US-Dollar mit der Frage, ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Weiter blicken wir auf die Währungspaare US-Dollar, CAN-Dollar und Austral-Dollar, CAN-Dollar und natürlich sehr, sehr gerne auch um den ein oder anderen Wunschmarkt von der Seite her. Allen, die hier auch direkt live zuschauen, guten Morgen und wer einen Wunschmarkt hat, gerne rein in die Chats. Ich kümmere mich im Anschluss an die Handelsideen sehr, sehr gerne darum. Das natürlich erst nach dem wichtigen Risikohinweis, den haben wir hier an dieser Stelle. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze wie immer damit auch erfüllt und damit blicken wir auf die heutigen wichtigeren Tagesnachrichten. Hier, wir sehen es, die Latte an Nachrichten ist nicht ganz so lang und es bleibt wie auch immer in den letzten Tagen oder mittlerweile ja auch schon Wochen. Es gibt das Brennpunktthema mit dem Coronavirus und das ist das, was die Märkte momentan heftigst bewegt. Das heißt, viele dieser Wirtschaftsnachrichten, die wir hier lesen, die haben häufig überhaupt keine Auswirkungen in dieser Art und Weise, wie sie sie vor geraumer Zeit noch gehabt haben, einfach weil der Markt gerade mit ganz, ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Nichtsdestotrotz, für die Währung spielt das ein oder andere immer mal wieder eine Rolle. Von der Seite her, wir bekommen hier um 11 Uhr das BIP aus der Eurozone. Wir sehen es hier, die Prognose geht von einem Zuwachs von 0,1% aus. Das sind allerdings alte Zahlen hier aus dem letzten Jahr, das vierte Quartal. Von der Seite her denke ich mal, hier wird nichts an den Märkten passieren. Ansonsten, wie schon gesagt, kleiner Blick heute Abend in die Rohöllagerbestände hier in den USA, API Rohöllagerbestand. Aber auch der Ölpreis wird ja momentan nicht wirklich von sowas getrieben, sondern eher von den Streitigkeiten um die OPEC. Deshalb auch hier, die Nachrichtenlage ist momentan prekär und wir sehen in vielen, vielen Währungen auch momentan extreme Übertreibungen. Deswegen habe ich mich entschieden, am Freitag, schon mal kleine Ankündigung heute, schon am Dienstag, aber ich werde am Freitag, einfach weil es zur Wirtschaftsphase momentan passt, mal über das Thema Übertreibungen und die Suche von Handels, sag ich mal, Handelsideen in Übertreibungen. Das werde ich mal genauer beleuchten. Da zeige ich mal, wie ich damit umgehe, wie ich in solchen Situationen, sagen wir mal, Handelsideen auch finde, wie ich mich geduldig auf die Lauer lege und das Ganze immer wieder strategisch mache. Ja, das mache ich seit vielen Jahren so, immer die gleichen Strategien. Wenn es so ist wie jetzt, dann habe ich halt einfach die Strategie, wo ich mich hinsetze, wo ich schaue und wo ich dann meine eigenen Trades durchführe. Das fließt dann übrigens auch so ähnlich wie gestern im WTI in die morgendlichen Briefings hier ein, aber es kann ja nicht schaden, wenn Sie selbst auch dieses Wissen haben. Also, das zur kleinen Vorankündigung und damit gehen wir mal rein in die Märkte und wir starten mal mit dem Chart hier vom Austral-Dollar, kanadischen Dollar. Wir haben es gesehen hier im Tageschart. Der Markt kam von unten raus hier am Trendtief, am Jahrestief bei 0,86400. Und schaut es mal hier, das ist auch wieder einer der Chart, der in ein paar Tagen all das wieder gut gemacht hat, was hier über lange, lange Zeit nach unten weggelaufen ist. Wir sehen es auch hier, dieser letzte Abwärtstrend wurde rausgenommen. Das heißt an dieser Stelle nicht, dass wir jetzt in einen Aufwärtstrend übergehen, sondern einfach nur, dass wir hier massiv hochgelaufen ist. Gestern der kleine Flash Crash, wir sehen es hier unten, der hat für diese Riesenkerze gesorgt. Da braucht man nichts drauf geben. Das war ein Flash Crash. Das sind einfach Automatismen ins Laufen gekommen, wo quasi Orders ausgelöst sind, eine Orderflut. Und als die alle abgefrühstückt waren, sehen wir ja auch, ist der Kurs relativ flott wieder nach oben geschnäpst. Und das Interessante war gewesen, was dann passiert ist. Der Markt ist dann auch zu Öffnungszeiten einfach wieder an das angeknüpft, was wir in der Vorwoche gesehen haben. Und das war einfach hier an dieser Stelle die starke Aufwärtsbewegung. Und diese starke Aufwärtsbewegung, die hat halt das letzte Korrekturhoch hier in diesem hier markierten Abwärtstrend rausgenommen. Das
Das war die Marke von 089950. Ich habe das Ganze mal in grün gelassen, weil es ist sozusagen durch den gestrigen Schub mal ganz, ganz kurz ein Support-Level gewesen. Das spielt momentan keine Rolle. Das sehen wir ja selbst. Aber interessant war es halt, das ist halt auch so ein Punkt, wo man sich auf die Lauer legen sollte. Hier war der nächste Widerstand um die 090490 und da sind wir ganz kurz drüber gespiked, 090600 das hoch und dann ging es hier, wir sehen es jetzt wieder in die Gegenbewegung über. Und das ist jetzt interessant zu sehen, wie es weiter verläuft. Wir gucken uns das Ganze gleich mal in der kleineren Zeiteinheit an, aber der nächste Anlaufpunkt, der ist halt schon ersichtlich und zwar hier unten an diesem Bereich um die 088,4 haben wir in der Stunde auch einen Schwungbereich, der Marktbeachtung gefunden hat. Das hat jetzt nichts mehr mit dem hier hinten zu tun, sondern wirklich jetzt fokussieren wir uns auf das, was hier aktuell gekommen ist und das war halt ein Haltebereich. Da hat der Markt aufgesetzt und bei den starken Volatilitäten ist es halt so, wir haben manchmal die entsprechenden Anlaufpunkte ein ganzes Stück weit weg, aber der Stundenchart hilft auch ein bisschen und zwar aus folgendem. Wir sehen jetzt hier mittlerweile, warte, ich versuche das mal kurz hier reinzumachen. Schaut mal hier, wir sehen hier mittlerweile einen Trend nach unten laufen. Das heißt, wir haben hier einen Gegentrend zu dem, was wir im Vorfeld als Aufwärtsbewegung gehabt haben. Und durch diese starken Volatilitäten ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wann ist denn hier so eine Aufwärtsdynamik komplett rausgenommen? Ein erstes Indiz gibt es hier unten in diesem Bereich. Hier, schaut euch das mal an. Dieser Sektor hier da oben, ich mache den mal kurz in einer anderen Farbe. Hier dieser Bereich um die Marke von, jetzt muss ich mal kurz schauen, was wir hier haben, ganz knapp die 089,7 in etwa. Der Bereich, ja, der ist jetzt hier interessant. Da ist der Markt nämlich aus der Aufwärtsdynamik, die wir hatten, nochmal kurz aufgesetzt, hochgelaufen, hat das sozusagen gestrige Tageshoch gemacht und jetzt fängt der halt an, nach unten zu trenden. Und wenn wir uns jetzt mal den historischen Chartverlauf hier anschauen, dann haben wir sozusagen, wenn wir uns mal hier diese Aufwärtsbewegung anschauen, den letzten Schub, den wir hier unten auch mit rausnehmen können, vor diesen Aufwärts hier, ich zeige das mal ganz kurz, also wir haben es ja sozusagen gehabt, hier gab es eine Korrektur in der Aufwärtsdynamik und dann hat es den Markt hier schön nach oben geschoben, hier hin. Und dieses Level hat halt eine gewisse Relevanz. Wir sehen, hier hat es den Kurs erst aufgehalten, da war es ein Widerstand. Und als wir drüber gegangen sind, hat er halt als Unterstützung für dieses W auch gegolten. Hier drüben hat er auch gehalten sozusagen an diesem Punkt. Das hier war der Flashcrash. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was passiert hier unten rein? Das heißt, diese Korrektur hat durchaus erstmal das Potenzial, ohne weiteres hier in die 088,4er-Region reinzulaufen. Das heißt, das spricht dann halt einfach für den Fortgang dieses entsprechenden Abwärtstrends. Und das kann man hier zur Planung nehmen, wann hier ein erster Anlaufpunkt zur Unterseite ist. Und was dann kommt, ja, da gibt es halt wirklich die zwei Dinge, die immer wieder offen sind. Entweder es passiert das, was nach Extremübertreibung nicht selten passiert, und zwar, dass der Markt wieder die alte Richtung aufnimmt. Das heißt, erstmal oben drüber fliegen und dann die alte Richtung wieder aufnehmen. Würde mich nicht wundern, ist eines der Szenarien. Das Szenario sieht dann allerdings auch häufig so aus, dass wir hier einen Schub nach unten bekommen, nochmal einen Schub nach oben, der Markt dann kein neueres Hoch macht hier, also diese Aufwärtsdynamik rausmacht und dann entsprechend hier unten reinläuft und dann auch auf Tagesbasis einen Abwärtstrend macht. Also das ist mal eines der möglichen Szenarien, die ich hier für die Planung, für die zukünftige Planung schon auf der Uhr habe. Hier ist es momentan noch nicht so weit. Aktuell läuft die Korrektur und wie schon gesagt, da haben wir hier den ersten Anlaufpunkt unten. Ansonsten, wenn der Markt vorher rumdreht und direkt diese Aufwärtsdynamik wieder aufnimmt, dann natürlich hier oben das Tageshoch von gestern erstmal Anlaufpunkt bei 090.600 beziehungsweise, wenn wir uns das ganze Bild dann mal im Tageschart auch anschauen wollen, wenn der tatsächlich hier oben drüber fliegt, hier oben bei 091.400 haben wir den nächsten Widerstandsbereich und wenn wir tatsächlich nachhaltig oben drüber gehen, ist das der nächste Anlaufpunkt. Viel Gegenwehr gibt es hier auf dieser Strecke dann nicht. Und wir bleiben an diesem Punkt gleich mal noch beim Kan-Dollar und wechseln zum US-Pendant rüber. Das heißt, hier schauen wir mal auf den US-Dollar, kanadischen Dollar. Hier schaue ich jetzt in der ersten, im ersten Teil der Besprechung erst einmal auf den Wochenchart, weil wir halt durch diese extremen Übertreibungen hier im Tageschart
Wir sehen hier nichts. Also das ist einfach zu klein und aus diesem Grund muss man da höher gehen. Wenn man das mal sieht hier, wenn ich es so klein mache, hier an dieser Stelle sieht man es dann entsprechend. Das war der alte Aufwärtstrend hier sozusagen, den wir hier gehabt haben. Hier ganz, ganz groß sozusagen der Schub nach oben bei 1,36660 war der Deckel drauf hier oben kurzfristig. Aber mehr sehen wir hier halt erst einmal nicht. Deswegen bin ich hier für die Grundanalyse mal noch ein Stückchen höher gegangen in den Wochenchart. Und der Wochenchart zeigt uns halt, hier ist sozusagen der Markt auch wie verrückt nach oben gelaufen. Schöner Trend auch auf Tagesbasis. Und hier oben in diesem alten Top, was wir hier drüben gehabt, um die 1,37, knapp 6, da ist der Markt rangelaufen und in die Korrektur gedreht. Und deswegen ist der Blick in die größere Zeiteinheit hier wichtig gewesen, damit wir zwei Dinge sehen. Erstens, was war hier drüben? Warum ist der Markt möglicherweise hier abgeprallt? Gibt es also einen Grund? Und das Zweite, sollten wir uns oben drüber wegsetzen? Gibt es denn noch Potenzial zur Oberseite hin oder stehen wir hier oben im luftleeren Raum? Und wir sehen es hier an dieser Stelle. Sollten wir tatsächlich hier diesen alten Bereich überschreiten, dann haben wir das Potenzial, durchaus nach oben weiterzulaufen, hier oben rein, da oben hin. Das ist hier oben der Bereich um die Marke von 1,468 in diesem Bereich. Also das an diesem Punkt ein Widerstand und der ist halt ein ganzes Stück weit weg und weil der so weit weg ist, ist das halt auch ordentlich Potenzial und deswegen ist es so spannend zu sehen, was hier oben beziehungsweise hier an dieser Stelle jetzt passiert. Und damit schalten wir mal rüber in den aktuellen Tageschart. Und im Tageschart sehen wir halt den Aufwärtstrend, den ich genannt hatte. Hier, ich habe das letzte Stück mal weggelassen. Das zeichne ich einfach mal kurz noch mit ein jetzt hier. Also, schaut mal. Das ist der Aufwärtstrend, der hier schön nach oben läuft. Der hat sich hier am Anfang gebildet, geschwingelt, hier ein bisschen nach oben. Aber das war hier drüben so viel seitwärts bewegen, dass ich das einfach durchgezogen habe. Aber sei es drum, nichtsdestotrotz, hier ist sozusagen der Aufwärtstrend vorhanden. Er steht jetzt in seiner weiten Bewegung und korrigiert momentan so ein bisschen, ne? Wo sind wir reingelaufen hier? Als erstes sind wir natürlich über den alten Widerstand drüber gelaufen hier. Das zoome ich nochmal kurz zusammen. Das sollten wir hier gleich sehen können an dieser Stelle. Also hier sind wir drüber gelaufen und in diesem Bereich sind wir jetzt zurückgekehrt, drehen uns drum. Also diese 1,36,6 ist durchaus ein Widerstandsbereich. Und nun kommt es darauf an, was weiter passiert, weil die aktuelle Grundausrichtung in diesem Chart ist long. Ja, also der Markt auf Tagesbasis ist momentan entsprechend hier aufwärts gerichtet. Also hier Bewegung oben rein, dann hier die Korrektur und dann den letzten Schub nach oben hin. Und das ist sozusagen die Korrektur. Und da ist es jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert. Wir haben hier unten, sehen wir etwas tiefer, um die 1,35,16 haben wir einen Supportbereich. Das ist der Ausbruch hier. Das ist auch das Tief des gestrigen Tages gewesen. Und wenn wir uns die Korrektur jetzt mal anschauen, ist das durchaus der erste Anlaufbereich zur Unterseite. Also die 1,35, 1,75 hier ganz knapp war das Tagestief gewesen. Und deswegen schauen wir hier jetzt mal in die Stunde rein, um zu erkennen, was hier los ist, ne? Also wir sehen, hier ist ein bisschen Kauderwelsch im Chart noch drinnen. Das muss man einfach so hinnehmen momentan. Wichtig ist es jetzt halt, zwei Marker sind interessant. Das Tageshoch von gestern, das Tagestief von gestern. Fliegen wir hier oben drüber, dann ist eins total logisch. Wir haben dann untergeordnet einen neuen Aufwärtstrend am Laufen. Also das heißt, das wäre dann das, was wir hier sehen. Das würde sich dann, wenn wir oben drüber gehen, als untergeordneter Aufwärtstrend im Stundenchart sehen. Das heißt, ab dieser Stelle hier, ab diesem Bereich sind wir wieder long unterwegs. Also ab hier sind wir dann wieder auf der Long-Seite unterwegs. Dann hat sich in der Stunde ein valider Aufwärtstrend gebildet, der hier entsprechend da ist. Und dann geht die Oberkante los. Und wenn wir tatsächlich da oben drüber fliegen, dann haben wir schön die Long-Seite, die ich gerade beleuchtet habe, natürlich im Visier. Ansonsten, wenn der Markt runterläuft und hier unten drunter unter diese Unterstützung bricht, dann geht es auf Tagesbasis in die tiefere Korrektur rein. Und wenn wir uns da mal schön den Trendverlauf hier der Stunde anschauen, dann sehen wir auch schon, wir können uns ja schön an den entsprechenden Trendtiefs, also diese Aufwärtsdynamik, können wir uns orientieren für Auffangpunkte im Sinne des übergeordneten Aufwärtstrends in der Stunde. Und da haben wir mal hier diesen Bereich liegen, hier um die 1,33,150, also hier dieser Low-Bereich und dann hier in diesem Punkt um die 1,32,018. Das ist hier das Tief gewesen. Die Marker, die haben wir schön
auf der Unterseite zum Sehen. Das heißt, jetzt muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier entsprechend entwickelt. Und was halt schön ist, an diesem Punkt zu sehen, hier kann ich gerne nochmal einen kurzfristigen Trading-Ansatz auch nochmal mit in den Fokus bringen, ist Folgendes. Schaut euch mal an, was hier passiert ist. Ich mache mal kurz den Lower Timeframe an. Da sehen wir es nämlich, schaut es euch mal an, wir haben hier einen Abwärtstrend gehabt, der ist durch diesen Schub oben rausgenommen worden. Das ist definitiv, erst einmal sind wir hier mit dieser starken Bewegung oben drüber gegangen. Und was wir jetzt hier sehen, ist entsprechend so ein leichter Kanal, der hier zur Unterseite läuft. Also hier, schaut mal, hier an diesem Punkt haben wir hier einen Abwärtstrendkanal am Laufen, der läuft hier runter. Und das ist in dieser Verortung durchaus ein bullischer Kanal. Hier, also eine bullische Flagge, heißt an dieser Stelle schön der Ausbruch nach oben. Und das könnte im kurzfristigen Bereich sehr, sehr interessant sein. Schauen wir uns mal kurz in den 5 Minuten an. Das ist dann nämlich, wir haben zwar jetzt auf Stundenbasis noch keinen Aufwärtstrend, aber das ist mein erstes Indiz, dass der Markt nach diesem Schub aus der Korrektur wieder hoch will. Und der Punkt jetzt hier ist für die kurzfristigen Trader durchaus bei diesem Währungspaar interessant, weil wir haben jetzt hier die Chance, erstmal kurzfristig hier in Richtung dieses alten Zwischenhochs bei 1,37,085 in etwa zu laufen. Und das kann man durchaus als Trading-Ansatz hier mit benutzen. Heißt also hier die Anlaufpunkte dort ran. Und wenn wir das haben, haben wir nämlich auf Stunde einen validen Aufwärtstrend. Und dann kann das Ganze durchaus hier noch ein Stück weit höher laufen. Erst einmal bis zum Tageshoch von gestern. Also das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, die wir hier sehen. Und da zeigt uns halt auch der Markt und auch, sag ich mal, der Sinn dieser Vorbereitung, die ich hier jeden Morgen auch mache, warum ich mit den großen Zeiteinheiten anfange und dann Stück für Stück runtergehe. Das ist einfach mal das Setup, was sich daraus ergibt, aus der Grundvorrichtung. Also wir sind im Tag long, wir sind hier in der Korrektur, aber im kleinsten Bereich drehen wir jetzt schon wieder rum und das könnte für die kurzfristigen Trader der erste Ansatz sein, hier die Long-Richtung zu spielen und für die Swing-Trader, die gehen dann entsprechend long, wenn wir hier entsprechend die Handelssignale über Trendbildung in der Stunde bekommen, dann haben wir nämlich einen Stundentrend, der aufwärts gerichtet ist und damit ist das Ganze in Richtung des Tages unterwegs. Das hier zum US-Dollar, Kanndollar und damit schalten wir noch in den Euro-US-Dollar rüber, heißt also hier, auch diese Währung ist immer mal wieder interessant. Das Ganze hier in den letzten Tagen auch fahnenstangentechnisch richtig, richtig stark nach oben gelaufen. Wir sehen es hier, wenn wir uns das Bild mal im größeren Verlauf anschauen. Ich hatte das schon erwähnt, hier sind wir im Wochenchart mal über wichtige Hochs drüber gelaufen. Also auch hier diese starke Fahnenstange hat dafür gesorgt, dass wir hier diesen ersten Abwärtstrend hier mal rausgenommen haben. Auf der Wochenbasis wohlgemerkt, ja, Tages schon länger alles rausgenommen. Jetzt haben wir hier im Hoch die 1, naja, sind wir knapp gewesen, unter 1,15, haben wir allerdings eine massive Abverkaufskerze. Das heißt, der Markt dreht hier doch momentan visuell deutlich rum. Und wenn sich das Ganze bestätigt, das heißt, unter das Low hier bei ungefähr 1,13,3 drunter läuft, haben wir eine bestätigte Umkehrkerze. Und das wird jetzt interessant, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen. Wir sind hier schon drunter gelupft unter das Tagestief von gestern. Das heißt, der Markt will erstmal etwas korrektive Phase sehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der Stunde zugute führen, da mache ich mal kurz den Timeframe wieder an, hier an dieser Stelle. Da sehen wir nämlich hier unten um diesen Bereich hier, also dieser Bereich hier, das war der letzte wichtige Drehbereich. Und der ist jetzt unterschritten. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich skizziere es mal ein, in der Stunde einen validen Abwärtstrend. Und der könnte durchaus für den Korrekturhandel sehr, sehr interessant sein. Also Korrekturhandel, damit spreche ich von diesem starken Aufwärtsschub, den wir gehabt haben. Hier, schaut's, wir sind jetzt hier tatsächlich in einem Abwärtstrend verortet. Und dieser Abwärtstrend ist jetzt erst einmal da. Und der kann sich durchaus weiter ausführen. Rausgenommen wird der erste, wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen, also hier über diese Marke hier oben drüber gehen, dann wird dieser Abwärtstrend rausgenommen. Ansonsten, solange was wir jetzt hier sehen, ist erstmal Korrektur dieser letzten Abwärtsbewegung auf Stundenbasis. Wenn wir wieder rumdrehen, würde sich dieser Abwärtstrend dann fortsetzen. Das heißt, wir laufen dann unter das Tagestief von heute drunter durch und dieses Tagestief entsprechend führt uns dann in die tieferen Regionen und da sehen wir es halt hier, was wir haben im Stundentrend, auf alle Fälle mal die Anlaufpunkte hier unten, diese Marken. Ich mache das mal ganz kurz hier in einer anderen Farbe, damit wir das dann im Tageschart besser sehen können. Also hier diese Bereiche um die 1,12,875 wäre ein Anlaufbereich. Jetzt mal im Stundentrendbereich und dann haben wir hier unten den nächsten Schwungbereich, den wir liegen haben, hier ganz knapp um die Marke von 1,12,875.
11.1 hier im Stundenchart zu sehen. Dann haben wir hier noch einen dicken grünen Bereich, das ist die Marke von 1.12.400. Da müssen wir in den Tageschart schauen, weil das war hier dieses Bruchlevel. Das ist also aus diesem Widerstand ist jetzt eine Unterstützung geworden und das wäre auf dem Weg nach unten durchaus mal auch ein weiterer Anlaufpunkt. Und wir sehen es halt auch im Euro durch diese starken Schwankungen, die wir hier gehabt haben, sind viele Punkte halt sehr, sehr weit weg. Aber wenn die Volatilität tatsächlich hoch bleibt, dann sind das halt auch Punkte, die man hier entsprechend anlaufen kann zur Unterseite hin. Ansonsten, wenn der Markt gar nicht tief korrigiert, sondern direkt wieder hochläuft, ja, dann müssen wir halt mal schauen, wie es weitergeht und dann hilft nur jetzt der Blick in den Wochenchart. Das heißt, wenn wir hier drüber wegsteigen, über das Zwischenhoch, dann ist der nächste Anlaufpunkt mal hier in diesem Bereich das nächste Zwischentrend hoch aus diesem Abwärtstrend, den wir in der Woche sehen. Und da haben wir den Bereich von 1.15.7. Also nothing is impossible. Wir können eine tiefe Korrektur sehen oder gleich den Flug zur Oberseite hinweg. Lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle haben wir hier mit dem Blick in die Stunde mal einen sehr, sehr schönen Marker, der uns einen Richtungswechsel deutlich früher auch anzeigen kann. Hier im Währungspaar Euro-US-Dollar. Und dann haben wir jetzt 8.52 Uhr. Wir gucken noch mal ganz kurz auf unseren Heimatindex, den DAX. Der ist heute Morgen wieder brutal angestiegen. Es gibt Hoffnungen auf Hilfspakete am Markt, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen. Wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, hier diese Kerze ist natürlich momentan etwas, was jetzt vom Abprallniveau an einer interessanten Stelle kommt. Schaut mal, hier sind wir unten reingelaufen ins Wochentief. Also das war das Tief, was wir drüben gehabt haben. Im Dezember 2018, also als dieser sehr, sehr starke Anstieg hier rauskam, dieser Support hat zwischendrin jetzt erstmal gehalten, um den Markt nicht weiter fallen zu lassen. Heißt also an dieser Stelle, das war gestern der Tief und dieses Tief hat halt dafür gesorgt, dass wir ordentlich nach oben laufen. Und wie schon gesagt, der Markt spielt heute so ein bisschen die Hoffnung, dass durch die Hilfspakete alles nicht so schlimm werden wird. Na gut, wir werden es sehen. Ich glaube kaum, dass diese, sage ich mal, Infektion durch Geld aus dem Weg zu räumen ist. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, wenn keiner mehr auf einkaufen geht oder Werke geschlossen bleiben, wird das Ganze auch nicht aufheben. Es wird einfach nur Geld sein, was der Wirtschaft hilft vor den allerschlimmsten Folgen. Ansonsten haben wir hier jetzt eine klassische Gegenbewegung. Und wenn wir uns das Ganze hier mal im Stundenchart auch anschauen wollen, hier der Markt ist weiter abwärts gerichtet. Ganz klar sehen wir das und wir sehen halt hier jetzt einfach nur erst einmal einen Gegenschub, eine Gegenbewegung innerhalb der übergeordneten Abwärtsdynamik hier an dieser Stelle und wir sehen es, da ist halt viel gelaufen. Wir kamen hier oben von 12,3 und sind auf 10, naja, unter 2 gefallen. Da ist Korrektur nur eine normale Geschichte. Das heißt, von der Seite her kurzfristiger Anlaufbereich hier, wenn wir uns das mal kurzfristig auch anschauen wollen, sollten wir tatsächlich heute etwas höher steigen. Dann haben wir hier drinnen ein paar kleine Marker. Ich ziehe das mal ganz kurz runter. Also wenn wir hier übers aktuelle Hoch drüber laufen bei knapp 10.970 Zählern, dann haben wir kleine Mini-Anlaufbereiche hier oben drinnen. Da würde ich zuerst mal zählen hier das, was hier gestern gewesen ist, also das Hoch von gestern bei knapp 11.096 Zählern, das wäre mal das erste. Ja, und dann haben wir dieses Gap hier drinnen liegen für den einen oder anderen, der sich sagt, wenn das Gap geschlossen wird, wäre das ja mal ein potenzieller Bereich. Das wäre hier oben die Marke von ungefähr 11.416 Zählern, die hier drinnen sind. Und dann haben wir ja auf Tagesbasis hier, wir sehen es hier drinnen, noch diesen alten Ausbruchsbereich, den wir hier drinnen haben, beziehungsweise diesen Ausbruchsbereich hier unten. Das wäre auf alle Fälle mal noch ein Marker, die 11.275 Punkte Marke, die wir hier einfach mal rüberziehen können. Das natürlich auch, als wir hier unter diese Tiefs gelaufen sind. Das ist ein wichtiger Bereich. Das ist nämlich der aktuelle große Verkaufbereich. Und wenn der sozusagen angelaufen wird, ist das mal ein Widerstand und wenn der überschritten wird, dann heißt es halt gut, jetzt könnte man Überlegungen Richtung Gap Close anstellen, ansonsten weiß man genau, was zu tun ist, Abprallbewegung und dann die Richtung nach unten wieder mit aufzunehmen, hier mit Blick in den DAX. So, jetzt mache ich noch mal kurz einen Blick in die Fragefelder, da habe ich momentan nichts drin, das heißt, vielen lieben Dank an dieser Stelle wieder für die Zeit heute Morgen. Hat mich gefreut, wieder ein paar Einblicke geben zu können. Wir sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr mit weiteren Handelsideen. Den Blog-Eintrag gibt es vorher. Und wie schon gesagt, ich freue mich immer auch über weitere Empfehlungen.
damit wir hier in der Community weiter wachsen können und schöne Trading-Ideen, sowas wie gestern beispielsweise im WTI, mit umsetzen können, als wir hier gestern sozusagen aus der Umkehr rausgekommen sind, die wir hier besprochen hatten. Hier ist das Handelssignal immer noch drin. Das war echt eine richtig klasse Geschichte. Wir haben hier gestern Morgen drüber gesprochen im WTI. Hier Bruch darüber ist erstmal Zeit für eine Gegenbewegung. Die hat uns schön getragen Richtung Tageshoch. Also was will man mehr? Da hat sich das Ganze doch gelohnt, nachdem wir am Freitag hier auf Stundenbasis schon mal die Umkehr von oben nach unten besprochen hatte, also das Verkaufssignal oben raus hier auf die Unterseite drin. Das hat auch wunderbar funktioniert. Es macht Spaß, auch wenn die Bewegung derzeit sehr, sehr groß ist. Wenn man an den richtigen Stellen wartet, findet man immer schöne Handelsideen. In diesem Sinne, einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen. Tschüss und danke für die Zeit.